So, servus. In den letzten Tag ist es sehr, sehr viel in Sachen Vertragsverlängerungen und Transfers passiert und heute werde ich meinen Senf dazu abgeben und meine Meinung zu den einzelnen Spielern sagen. So, zuallererst ist der Damir Kanadi als neuer Trainer bekannt gegeben worden. Der hat einen Vertrag bis 2021. Der hat eigentlich zuletzt bei Athen relativ erfolgreich trainiert, zuvor bei Rapid Wien. Und da hat er aus 14 Spielen 11 Punkte geholt. Das ist natürlich nicht so erfolgreich. Aber ich habe eigentlich mit dem ein ganz gutes Gefühl, weil der ansonsten ja eigentlich ein recht guter Trainer ist, wo ich da so gehört habe. Aber ja, da muss man jetzt auf jeden Fall einmal abwarten. Dann hat der Christian Martinia seinen Vertrag verlängert, trotz des Abstiegs. Und das finde ich echt, dass das eine super Sache ist, weil das echt ein richtig guter Torhüter ist. Ich könnte mir den durchaus auch als Kapitän von Nürnberg vorstellen, weil der echt richtig mit Kampf in das Spiel immer reingegangen ist und er echt einen richtig guten Charakter hat. Und so ein Spieler, der passt auf jeden Fall zu Nürnberg. Und das finde ich echt richtig schön, dass der jetzt nochmal seinen Vertrag verlängert hat, bis 2024, also 5 Jahre. Dann haben wir uns den Felix Lohkämper an Offensiv angeholt. Der sollte eigentlich relativ gut gewesen sein. Der ist ablösefrei von Magdeburg gekommen. Über den weiß ich eigentlich sonst nichts. Der sollte relativ schnell sein. Aber du musst jetzt mal schauen, wie weit der uns in der zweiten Liga weiterhelfen kann. Dann wechselt zu uns der Oliver Sorg. Das ist ein Defensivmann. Der ist in Freiburg zum Profi geworden und hat dann von 2015 bis 2019 bei Hannover Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Und jetzt spielt er eben bei uns. Der sollte eigentlich auch relativ gut sein. Da muss man jetzt mal schauen, wie weit der uns helfen kann. Dann ist er jetzt der Pereira und der Tillmann gegangen. Der Leibold, der wechselt ja wahrscheinlich auch noch weg. Aber von Fortuna Düsseldorf, da kommt jetzt eventuell der Duxch. Da weiß ich aber jetzt noch nicht mehr, aber der wird auf jeden Fall Düsseldorf verlassen und wahrscheinlich zu einem anderen Zweitliga-Verein gehen, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass er zu Nürnberg wechselt. Servus!